Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier im TSW 2. Wir spielen ein Szenario vom lieben, ich glaube, er heißt Mabunga aus dem Creators Club. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir fahren mit der Baureihe 425 und zwar das Ganze von Meißen-Triebischtal bis nach Dresden Hauptbahnhof. Wir stehen hier gerade in Meißen, haben auch schon Fahrt. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und rüsten mal ein wenig auf. Einmal den Richtungswender rein und Vorwärtsstellung ausgewählt. Wir geben mal die Türen nochmal rechts frei. Machen uns mal die Instrumentenbeleuchtung an. Einmal Führerraumbeleuchtung. Wir stehen auf. Machen uns mal hier die Sonnenblenden runter, damit wir hier nicht großartig beobachtet werden. Okay, dann einmal hier rüber zu dem Panel, die LZB können wir nicht, LZB-Störschalter aus, dann müsste die LZB eigentlich sogar an sein, aber das ist sie nicht. PZB-Störschalter auf aus, Federspeicherbremse lösen, SIFA auf Betrieb, Fahrgastraumlüfter, warum auch nicht, es ist sehr warm, machen mal die Türen wieder zu. Den Fahrplan hier bitte nicht beachten. Huch, Moment, jetzt habe ich einmal rausgetappt aus dem Spiel. So, weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Aber okay, guck mal, ob wir noch irgendwas im FIS gescheit einstellen können. Zugverband. Naja, ich glaube, das sind ja nur die vorgegebenen Ziele. Oh, das Fenster ist offen. Naja. Das passt natürlich alles jetzt, glaube ich, nur recht schlecht. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal Linz am Rhein. Auch wenn es nicht so ganz geografisch passt, aber immerhin besser als das Ruhrgebiet, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit auch alles. Buchverpanleuchte brauchen wir nicht. Den Leuchtendimmer. Wobei, so, dann ganz stark runtergedimmt auf 0%. Jawohl, das gefällt mir soweit. Instrumentenbeleuchtung ist auf 100%. Dann auf geht's. Mach noch die Fahrgastbeleuchtung an. So, wir fahren mit 60 aus. Hier noch richtig schön mit Nebenbahnflair an der Stelle, ne? Oh, ist das schön. So, und da ist dann, ist das Meißen Altstadt? Ja. Moin. Der wartet auf uns. Türen auf. So, haben wir noch irgendwas, was wir einstellen können? Ne, ich glaube nicht. Können wir die Stuhlhöhe einstellen? Ne, können wir nicht. Aber wir können mal ganz kurz hier in den Innenraum einen Blick hineinwerfen. Hier nach Linz am Rhein. Oh. Oh, oh, oh. Kein Spitzensignal ist eingestellt. Aus dem Weg. Gehen Sie doch mal weg. Bitte den Platz vor der Tür freihalten. Please keep the space clear. Prière de ne pas obstruer le passage. Oui, oui. Je parle le français. Je suis très bien.
oder so. Wo können wir denn das Licht auf? Ja, das Abblendlicht hätte ich gerne. Genau. So, wir dürfen 60 fahren. Und genießen einmal hier diesen Blick. Auf Meißen. Und halten natürlich hier wieder an. Bündig am Bahnsteigdach. Und Türen auf. Uah, es hakt hier einmal ordentlich rum. Hier in Meißen. Naja, sieht jetzt nicht so gemütlich aus. Oh, die Türen zu früh geschlossen. Und jetzt können wir die schließen. Nächster Halt, Neu-Sörnewitz sind 5,1 Kilometern. Okay, das war gerade ein extremst langer Nachladeruckler. So einen langen Nachladeruckler hatte ich, glaube ich, noch nie gehabt. Das hat mich jetzt gerade schon. Also, ich habe jetzt wirklich gedacht, dass das Spiel abstürzt. Der Link zum Szenario ist natürlich in der Videobeschreibung mit drin. Gar keine Frage. Oh, wir dürfen, was denn, 90 fahren? Ich glaube schon, ne? Aber vielleicht hakt es einfach hier nur so rum, weil viel KI-Verkehr verbaut worden ist. So, hier dürfen wir 100 fahren. So, wir bleiben weiterhin bei den 100.
In der Gegend ist natürlich alles sehr, sehr viel ländlich geprägt. Was ist denn hier los mit den Rucklern? Das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe jetzt nicht unbedingt einen NASA-PC, aber normalerweise ruckelt es auch nicht so sehr. Was haben wir denn bisher im KI-Verkehr gesehen? Nur die 146er. Aber wer weiß, was uns da noch im Großraum Dresden erwartet. Also vermutlich sehr, sehr viel verschiedenes Zeugs, weil sonst kann ich mir das wirklich nicht erklären, warum es teilweise doch so stark nachlädt. Auch jetzt schon wieder. Das finde ich nur auf jeden Fall ganz witzig, dass das Schild. Für wen gilt das denn? Ja gut, vielleicht für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Vielleicht fahren da landwirtschaftliche Fahrzeuge lang. So, wir bremsen langsam rein. Und ein bisschen stärker. Das wird ein schlechter Halt. Ja, der Bahnsteigwall kam doch ein bisschen eher als gedacht. Ja, eine Tür. Da vorne sehen wir sogar noch Meißen. Aber schön, schön sieht das aus auf jeden Fall. Auch wirklich weitläufig noch ausgestaltet. Natürlich nicht en Detail, aber das passt. Gerade noch das Signal gesehen. Coswig dann in 3 Kilometern. Also die 425 ist tatsächlich einer der Fahrzeuge im TSW, die ich tatsächlich unglaublich gerne fahre. Weil ich finde den einfach unglaublich angenehm zum Fahren. Ich finde, der Sound ist auch gut. Ist einfach ein schönes Fahrzeug. Klar, LZB fehlt der 425 leider noch, aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann mal was. So, das Signal zeigt, glaube ich, Weiterfahrt mit 60.
So, und ab hier dann mit 100, glaube ich, weiter. Wenn wir über die Weichen komplett drüber sind. Genau, jetzt. Und gleich sind wir aber auch schon in Coswig. Insofern brauchen wir da gar nicht so sehr zu beschleunigen. Können schon mal ganz leicht reinbremsen. Hier an den Zwerg. HL-Signale? Ne, das sind glaube ich keine HL-Signale, ne? Diese Wartezeichen. Dieses W. Oh, noch mehr KI-Verkehr. Was ist diesmal hier? Noch mehr Dostos. Und noch 146. Sehr gut. Oh, ich habe etwas gesehen. Meine Augen haben etwas erspottet, was mir keine Ruhe lässt, wenn ich es nicht mir hole. So, Zug, bleib mal kurz stehen. Nicht nachmachen, bitte. Natürlich immer die Über- und Unterführung nutzen, die es gibt an den Bahnsteigen. Das ist nur ein Simulator und hat nichts mit der Realität zu tun. Das möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst gesagt haben. Ah, okay. Und zurück zu unserem Zug, einmal hier. Piep. Oh, eine 363. Das gefällt mir sehr gut. Also bisher ist das ein sehr, sehr schönes Szenario. Auch von der Idee her, einfach den 425er hier mal fahren zu lassen. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Auch mit der 363, also wirklich schön gemacht. Schön gemacht. Dürfen noch ausfahren, HL1. Ich habe übrigens ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob es jemandem schon aufgefallen ist. Ich hoffe, dass der Sound jetzt deutlich besser ist. Also er muss deutlich besser sein. Alles andere wäre eine sehr, sehr schwache Investition gewesen meinerseits. Aber so hoffe ich, dass jetzt insgesamt die Tonqualität etwas angenehmer geworden ist zum Hören. So, 120 dürfen wir und in 1,6 Kilometern halten wir dann auch schon wieder. Dann gehen wir einmal hoch auf die 120, würde ich sagen. So. Und jetzt bremsen wir langsam. Da ist der Bahnsteig. Radebeul Zitschewig. Oh, da war gerade ein Loch im Boden.
Und da kommt auch schon wieder ein bisschen KI-Verkehr vorbei. Also wirklich ganz, ganz gutes Szenario. Ganz, ganz schön gemacht. Und ich würde sagen, als jemand, der sowieso eigentlich nahezu immer qualitativ hochwertige Szenarien fährt, nicht, dass sie meinetwegen qualitativ hochwertig sind, sondern weil der gute Tom ja immer super Szenarien baut, kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, ob ein Szenario tatsächlich gut ist oder weniger gut ist. Natürlich, die hier regelmäßig zuschauen, haben sicherlich die gleiche Expertise oder halt eben selbst spielend das sowieso. Aber meiner Meinung nach wirklich extremst gut gemacht. Gibt es nicht so oft im Creators Club tatsächlich, muss ich zugeben, dass da Leute wirklich gute Szenarien hinbekommen. Szenarien, wo man sich aber auch wirklich denkt, ja, das könnte so hinkommen. Das passt ja so, auch vom Fahrplan ungefähr wirkt das ja so wie Dresden-Riesa, nur dass halt eben der 425er statt des Talent 2 oder statt den Dostos mit der 143 oder der 146 hier langfahren. So, Ausfahrt mit 120. Genau, und Radebeul Kötzschenbruder. Radebeul Kotzenbruder. In ein bisschen mehr als einem Kilometer. Also einmal Hebel on the table. Voll durchziehen. Auf die 120 hoch. Abbremsen. Die ganzen Personen im Zug einmal durchschütteln. So macht man das bei der echten Eisenbahn. So, 120 sind erreicht. Und wir bremsen. Na, ich glaube, das funktioniert genau. Das war ausnahmsweise sogar mal ein echt guter Halt. Also wirklich, ja. Ja, das passt. Ups. Okay, und Türen zu. Türen sind zu. Hängt keiner am Zug. Hervorragend. Geht das eigentlich auch, wenn man das Fenster aufmacht, aufsteht? Nee, sich so. Doch, doch, doch. Nee. Na, das war dieser Sieferbug. Radebeul Weintraube in 1,7 Kilometern. Und bremsen.
Okay, wir halten an und lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Wohin fährst du? Nach Meißen. Natürlich. Gucken wir uns einmal hier ein bisschen in der Umgebung um. Wie sieht es hier aus? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ländlich. Ist ein Fußballplatz. Landwirtschaft. Ja. Wir machen mal die Türen so. Und fahren ab. Komma acht Kilometer, dann halten wir eine Radebeul Ost. Also einmal ordentlich beschleunigen. Ja gut, macht man in der Realität nicht. Den Fahrhebel komplett runter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Zeit hier aufholen. Und viel bremsen. Das sind KS-Signale, ne? Ja. Fahren wir mal bis nach vorne durch, weil es ein kurzer Bahnsteig ist. So. Das Signal symbolisiert auch, glaube ich, dass ein Zug einfährt, ne? Schön, dass das verbaut ist. Sehr gut. Das gefällt mir. Sowas gefällt mir. Hier haben wir auch den die Schmalspurbahn hier von Radebeul. Sieht hübsch aus hier. Gefällt mir. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Türen zu. Von hier oben hat das so ein bisschen was von der Modelleisenbahn, oder? Wenn man von so weit oben guckt. So, Dresden-Trachau in 1,667 Kilometern. Einmal hoch auf die 120, ihr kennt es. Ein ICE, sehr schön. So, 120 sind erreicht, Leistung abschalten. Und im Grunde genommen können wir jetzt auch schon wieder anfangen zu bremsen. Was macht der ICE? Der steht da. Auf wen wartest du denn? Wer hat denn deine Gleise blockiert? Vielleicht hat er auch eine Signalstörung. Ah ne, jetzt fährt er.
Sehr schön. Also bei solchen Szenarien macht es einfach unglaublich Spaß, immer wieder TSW zu spielen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Für all die Leute, die sich da Mühe geben und Szenarien zusammenbauen. Und die dann hochladen. Das ist selbstverständlich nicht selbstverständlich. Auch so mit den ganzen Mods und den Repaints und was da sonst an alles an allem Möglichen noch so von der Community aus entsteht. Das ist schon grandios. Das mit diesen orangenen Dächern, das finde ich sehr, sehr schön. Gut, hier gibt es natürlich nicht so viel zu sehen. Ich glaube, es lohnt sich, wenn dann erstens, wenn überhaupt dann wieder in Dresden ein bisschen wieder in die Höhe zu fliegen. So, unser Zug, der ganz offensichtlich nicht nach Linz am Rhein fährt, fährt jetzt aber hier erstmal ab. Also das finde ich mal toll, wenn man vorbeifährt mit dem Horn und man da diesen... Ja, ich glaube, das ist der Doppler-Effekt, den man da raushören kann, dass sich die Tonlage verändert, je nach Abstand des Objekts, des schallwellenimitierenden Objekts zum schallwellenempfangenden Objekt. Das ist jetzt natürlich sehr technisch formuliert. Das könnte etwas knapp werden. Das geht aber. Die Bremsen werden es uns nicht danken. Da kommt wieder KI-Verkehr. Sehr schön. Wo halten wir denn noch? Dresden-Bischofsplatz, Neustadt, Mitte, Freiberger Straße und Hauptbahnhof. Also noch ein paar Halte vor uns. Okay, wir schließen die Türen. Okay, das ist die 70er-Ankündigung da vorne. Und noch mehr KI-Verkehr. Dresden-Bischofsplatz in
gut einem Kilometer. Ich glaube, ich sehe ein ICE in der Ferne. Ja, da gucke ich auch, glaube ich, nicht komplett in die Röhre. So, einmal befreit. Der fährt gerade los. Wir halten aber an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt fliegen wir mal in die Höhe und beobachten mal das Treiben hier. Da fährt ein Dosto aus. Also wirklich sehr schön gemacht. Der fährt bestimmt nach Meißen. Genau. Hundertdreiundvierzig. Weiter in Ausfahrt mit 70. So. Und dann auf nach Dresden-Neustadt. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vergleichsweise langer Bahnsteig. So. Sehr schön. Sieht ganz schön aus hier mit Talent 2 und unserem 425er. Man sollte aufpassen, wo man hintritt. Bei Ihnen noch alles frisch? Hier ist ja niemand. Doch, da ist jemand. Okay, Türen zu. Immer drücke ich die falsche Taste. Sehr gut. Da kommt noch ein Talent 2. Und noch ein 425er. Sehr schön. Gefällt mir. Jetzt fehlt mir nur noch ehrlicherweise irgendwie ein Intercity oder so. Und dann bin ich vollends zufrieden. Aber gut, muss nicht sein. Andererseits nicht komplett unwahrscheinlich, weil immerhin ist die 425 von Hauptstrecke Rhein-Ruhr und der Intercity ja auch, insofern. Vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht steht einer in Dresden Hauptbahnhof.
Vielleicht aber auch nicht. Ist aber auch okay. Nicht jedes Szenario muss ein Intercity haben. Wobei eigentlich für meine Verhältnisse doch. Wenn es nach mir gehen würde, müsste in jedem Szenario mindestens ein Intercity auftauchen. Mitte. Sehr schön hier mit der Bahnsteigsüberdachung. Habe ich so in dieser Bauform bisher auch nirgendwo bisher gesehen. Hier wird gebaut. Und was mir sehr gut gefällt, ist, aber was denn? Genau, hier haben wir, glaube ich, eine Busspur. Ich weiß nicht, ob es in Realität vielleicht sogar eine Straßenbahn ist. Hier ist es jedenfalls eine Busspur hier in der Mitte und hier stehen auch Leute, die hier auf den Bus warten, der allerdings, glaube ich, niemals kommt vorbei. Da kommt sogar ein Bus, aber ich glaube nicht, dass er hier reinfährt. Ich glaube nicht, dass das mit... Nee, schade. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn jetzt hier auch noch... Wieso beobachtest du mich? Die beobachten mich alle. Naja, ist auch egal. Sollen die ruhig. Ja. Auf geht's. Und dann halten wir noch in Freiberger Straße und dann am Hauptbahnhof. Gut. Ausfahrt mit 70. Und los geht's. Also ich weiß wirklich nicht, wo die nach Adorukla zu Beginn der Aufnahmen hergekommen sind. Ich meine, gut, okay, hier ist natürlich einiges an KI-Verkehr unterwegs, aber nicht in diesem Sinne wirklich mehr als im ganz normalen Dresden-Rieser Fahrplan. Außer der 425 jetzt hier. Dafür habe ich noch keinen Güterzug gesehen. Keine 185 oder so. Aber muss ja auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich wurde gerade Lügen gestraft. Da sehen wir eine etwas komisch glänzende, was auch immer das jetzt gerade war, 185.2 in Doppeltraktion von DB Railion mit ZACNS-Wagen. Okay, vorletzter Halt. Ist aber ein langer Zug. Können wir uns einmal nochmal von vorne angucken, die 185er. Na, falscher Stromabnehmer gehoben. Ich würde sagen, sinnvoll wäre es, dass der hier den vorderen hebt. Und bei der zweiten Lok, boah, weiß ich nicht, ob man da den vorderen und dann den hinteren heben würde. Ich hätte schon gesagt, eher den hinteren dann, aber... Einfach um den Abstand größtmöglich zwischen den Stromabnehmern zu halten. Ich denke mal, das ist einer der wichtigsten Kriterien überhaupt. Dass der Abstand zwischen zwei Stromabnehmern möglichst groß ist. Oder
wenn es halt eben nicht der Fall ist, dann muss halt der Zug stark limitiert werden in seiner Maximalgeschwindigkeit. So, Dresden Hauptbahnhof, letzter Halt. Max ist übrigens 140 von dem Fahrzeug. Buchfahrpläne, Kleiderschrank. 140 darf die 425 fahren. Es sei denn, LZB ist aktiviert und die LZB erlaubt uns schneller zu fahren, dann dürfen wir 160 fahren. Und Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsabstand oder verkürztem Bremsweg. Einmal hochgeschlängelt. Na gut, kein Intercity heute, aber das ist okay. Es darf auch mal kein Intercity geben. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. Wenn weder ihr noch ich damit leben kann, dann haben wir beide ein Problem. Halten wir vorne an der Treppe. Dann können die Fahrgäste schnell ein- und aussteigen. Gut, 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 gut. Ja, sehr gut sogar. Wir haben es geschafft. Ohne Zwangsbremsung. Verrückt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.